Hallo zusammen, willkommen wieder zurück bei Hyrule Warriors. Du hast Rubine gesammelt. Rubine kannst du in verschiedenen Bereichen der Basars und des Basars rauskriegen. Das ist schön. Combo 11 plus. Schick. Combo 3 plus. Schick. Ja. Exalfo-Schuppe und Lumpen. Wenn du die Fragmente sammelst und ein Bild vervollständigst, erwarten dich verschiedene Preise für jede erlegte goldene Skulptur. Erhältst du ein Bildfragment. Es gibt insgesamt 5 Bilder. Unter Bilder betrachten in der Galerie kannst du dir ansehen, wie viele Fragmente du bereits gesammelt hast. Und? Wo ist mein? Ah. Freigeschaltet, freier Modus, Abenteuermodus, Herausforderung, Galerie. Ab sofort kannst du auch als Imper spielen. Waffen erhalten, Langschwert. Dieses Koronenschwert ist unglaublich scharf, aber auch schwer. Mit dem starken Angriff überbrückst du die Distanz zwischen dir und deinem Gegner in einem einzigen Augenblick. Neuer Orden, einer gegen alle, 1000 Feinde in einer Schlacht besiegt. Langs deinen Orden kannst du automatisch eine Metall-Removers posten, die deinen Nutzer und den Namen des Ordens enthält. Oh nein, Scheiße. Ups, Entschuldigung. Ich habe mich deswegen geärgert, weil ich das Spiel vor Release erhalten habe, ja. Aber ich werde es nicht vor dem Release hochladen. Natürlich bin ich so jemand, der das erst ab dem Release hochlädt. Deswegen habe ich mich geärgert, also habe ich mich selber, also für mich geärgert, da jetzt einige sehen können, dass ich das früher habe und sich vielleicht über mich ärgern könnten, warum ich das schon habe und die anderen haben es nicht. Aber ich hoffe, es ist nicht so. Also, ich möchte auch keinen Stress. Ich werde wie gewohnt es ab Freitag hochladen. Und bis ich das, also was ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich es schon längst getan. also Freitag oder Samstag oder wann auch immer. Ich denke aber Samstag oder Freitag wird das sein, ja. Aber egal. Ich sehe gerade, dass mein Controller leer ist. Deswegen wollte ich kurz. Thank you.
After an arduous battle, Link and his comrades slew King Dodongo, but the beast was only ever intended as a distraction. The army of monsters had taken Hyrule Castle. Worse, after the dust had settled, Princess Zelda was nowhere to be found. Impa and Link searched the battlefield for any sign of her, but to no avail. Although the battle had been lost, Impa foresaw Link's importance to the coming war. She bestowed upon him a green tunic, the sign of the legendary hero. Link did not believe himself worthy of the honor, but he was determined to help Impa and her remaining soldiers locate Zelda. Weeks passed. Impa heard a rumor that a handful of soldiers were holding out against the monsters in Farron Woods. The leader of this resistance was supposedly a young woman. Impa dared to hope that this unknown woman was Zelda. Link and Impa decided to make their way to the forest by way of the Elden Caves, a path with its own dangers. Ja, wollen wir mal die Schlacht jetzt beginnen. So. Also die Kulisse finde ich. Impa Link wird auch alles selber machen. Den wir tun, dass wir heilen. So. Der Ausgang ist dort drüben. Wir können ihn aber nur von Norden nachher erreichen.